retreated to our home system, abandoned our empire. We believed at home we would be safe, for they are not a terrestrial species. We know when we entered subspace, we were trespassers. But our planet is our home. And yet still, they came. And our world is gone. Die Uralten haben also auch ihre Heimatwelt verloren. Supi. Das ist genau der falsche Zeitpunkt, um so eine Cutscene einzuspielen. Wisst ihr das? Ihr habt mir jetzt gerade richtig Mut gemacht. So, okay. She is protected by Arjuna and Krishna Wings. Hätten das denn die gleichen? Ja. Alpha Wing will lead an attack squadron to destroy the Eva. Alpha will fly bombers. Gamma and Beta will cover them. Ich bin mal gespannt. We suggest you damage the weapon subsystem on the Eva before you launch your tsunami bombs. This will prevent the Eva from shooting them down. Na, gute Idee. You may need to call in a support ship to rearm yourself. It is estimated that at least 20 tsunami bombs will be needed to take the Eva down. 20? Wie viel habe ich denn? Destroying the Eva is imperative. With the Lucifer in the system as well, we cannot tolerate the presence of another Shivan capital ship. Good luck. Oh. So, wir sind gespannt. So, also wir haben einen Medusa-Bomber. Was ist das hier? Prometheus-Geschütz. Wir können mal gucken. Hier steht Damage Very High. Und hier steht Damage Medium. Na dann auf jeden Fall das Prometheus-Geschütz. So, was haben wir denn Schönes? 3 Synaptic. 10 Stiletto. 5 Tsunami. Gut, ich würde sagen, ich gucke erstmal, was wir an Tsunamis haben. 5... 5. Da passen nur 3 rein. Gut, dann packe ich mir hier noch. Dann machen wir das so. Dann nehme ich mir Stilettos mit, um das Waffensubsystem auszuschalten. Und 10 Tsunami-Bomben auf einmal. Dann muss ich mich nicht so oft aufmunitionieren. So. Meine Kumpel, denke ich mal, kommen mit den Streubomben vielleicht klar. Aber ich persönlich mag die nicht so. Ich komme mit denen nicht so richtig klar. So. Attacke. So, ich gehe jetzt einfach auf den Zerstörer und hoffe, dass die anderen mich wirklich beschützen können. Oder... Ach, Leute, kommt. Oh, Bomber, Bomber. Ah, oh, mein Mauspad. Ich hasse es. Komm. Oh, wenn ihr wüsstet, wie ich mich hier gerade verrenke. Ach, Leute, kommt. Ihr kriegt das schon hin. Ihr habt wenigstens ordentliche Jäger. So, erstmal Antrieb reinfeuern und dann zerstöre ich erstmal die Waffen mit meinen Stilettos. Also mit meinen Stiletto-Raketen. Nicht, dass jetzt hier irgendjemand eigenartige Assoziationen bekommt. So, ich bin wenigstens froh, dass sich der nicht bewegt. So, gucken wir mal. Das hat irgendwie nicht wirklich Schaden gemacht. Ah, ich fliege mal ein Stück weg. Werde ich von irgendjemandem angegriffen? Von einem Laserturm. Na gut. So, wo sind jetzt die Waffen? Da. Na komm. Okay, die Stilettos bringen hier überhaupt nichts. Gut, das heißt, wir hauen jetzt gleich die Tsunamis in Doppelfeuermodus rein. Dann schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Und weg. Oben benutze ich immer einen Doppelfeuermodus, weil ihr seht da jetzt drüben bei den Raketen den Countdown runterzählen. Ich habe jetzt hier in dem Fall 20 Sekunden Cooldown zwischen den Wellen. Das heißt, sowieso gerade einen Fehler gemacht. Normalerweise wechsle ich dann auch immer den Slot, aber jetzt habe ich das hier einmal gerade aufgeschaltet. Ihr seht, ich habe jetzt hier 20 Sekunden Cooldown. Wenn ich den Slot wechsle, dann kann ich mit dem anderen Slot einfach schießen. Und das ist gut. Deswegen mache ich das. So, komm, komm, komm. Jetzt. So, Nachbrenner reinfeuern, dann schießen, dann kriegen die Raketen nämlich noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit mit. Bilde ich mir zumindest ein. Cool, haben sie schon noch 50%. So, dann machen wir das Waffensubsystem fertig kaputt. Gut. So, ich schaue da jetzt einfach noch eine Tsunami rein. Jetzt habe ich hier natürlich wieder die scheiß 20 Sekunden rübergenommen.
Oh ja, ASAP, as soon as possible. Fühlen wir uns toll, weil wir Abkürzung benutzen. Ich schieße jetzt hier trotzdem auf das Waffensubsystem, weil ich habe jetzt hier gerade einmal eine ruhige Ecke gefunden, wo ich nicht dauernd von Gegnern genervt werde. So. Was? Support destructed? Ah, okay, da kommt er. Ach, obstructed. Ha. Gut. Ich dachte jetzt. Destructed. Ich dachte jetzt für einen Moment, dass irgendjemand das Ding zerstört hat. Das wäre ein bisschen kacke gewesen. So. Ich komme dir mal ein Stück entgegen. Irgendwie wehrt sich der Dämonzerstörer nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Ah. Wenn man vom Teufel spricht. So, die Stiletto konnte ich noch abfeuern. So. Den Laserturm hier schön kaputt machen. Gut. So, sind wir bei Level fertig jetzt hier? Jetzt. Und Attacke. Das hatte ich jetzt gerade einmal aufgeschaltet. Noch 2%. Falls euch wundert, warum ich jetzt hier auf zerstörte Sachen schieße, das ist mir jetzt in dem Fall egal, weil es mir bloß um den Rufzustand geht. So, jetzt muss ich weg, jetzt muss ich weg. So. Ist die jetzt schon explodiert? Ich hau jetzt hier die ganze Zeit bloß mein Heckschild rein. Jetzt ist er explodiert. Da, das war nämlich noch die Schockwelle und ihr habt gemerkt, wie weit ich schon weggeflogen bin. Downloading new orders. Werde ich jetzt abgezogen? Ja. The Galatea is under fire from Shivan forces and looks sure to be lost. Long range sensors indicate at least four wings of bombers and interceptors. The Lucifer is also somewhere in the area. The Galatea must be protected until we can evacuate the personnel. Ach du Scheiße. Sofort los. Nephilim-Bomber. Auf der anderen Seite natürlich. Erstmal den Doppelfeuermodus rausnehmen. Toll, jetzt habe ich jetzt sicher natürlich einen Bomber. Das ist natürlich super, wenn du jetzt hier so im Notfall rübergerufen wirst und du hast jetzt hier so einen super wendigen und schnellen Bomber, um hier Bomber abzufangen. Also für solche Sachen will ich dann eigentlich doch lieber einen Abfangjäger haben. Ah, stirb! Ja! Die haben ein Geschütz, mit dem die nach hinten schießen können. Wie gemein ist das denn? Aber sie waren wenigstens so fair, die Galatea auf 100% zu setzen, auch wenn die eigentlich von der Story her viel weniger haben müsste. Das finde ich schon mal sympathisch. Moment mal. Oh gut, es sind gerade keine Bomber drin. Aber jetzt wahrscheinlich. Ich mache jetzt trotzdem erst den kaputt, wenn ich einmal hier bin, weil ich mit meinem Bomber kriege hier sonst gar nichts gerissen, wenn ich hier jedes Mal die langen Anfahrtswege in Kauf nehme. Eine Stiletto-Bombe? Ah, Kacke, kann ich noch irgendwas gegen tun? Gegen die kann ich was tun. Ah, ich weiß nicht, ob ich sie noch erwischt habe. So, Bomber. Oh, warte mal, das sind richtige Gefechtsköpfe. Die kann man zerstören, dann treffen die nicht. Das ist auch sehr, sehr empfehlenswert. Deshalb sind die Abfangjäger auch so extrem mächtig gegen Bomber, weil wenn die wirklich von verschiedenen Richtungen kommen, so ein Großkampfschiff ist bestimmt 2 Kilometer lang, so ein Orion-Zerstörer. Und das geht sonst einfach nicht. So. Ich riskiere jetzt einfach mal, dass der Galatea ein paar von meinen Lasern abbekommt, aber das kann die ab. Richtig schlimm sind eigentlich nur Bomben. Oder Großkampfschiffe. Aber wir beten, dass beides nicht mehr kommt. Gut, anders gesagt, gegen Bomber kann ich wenigstens noch was tun, aber wir beten natürlich, dass die Lucifer nicht reinkommt, weil ich glaube, dann sieht es ganz scheiße aus. Dann kann entweder die Galatea noch springen oder wir können wenigstens die Besatzung evakuieren, so wie sie es gesagt haben, weil ich glaube, dann kann man nicht mehr viel tun. Na. Ah, so. Oh, ich krieg hier das Kotzen. Vor allem, wenn die auch noch so rumzuppeln müssen hier. Ich muss ja jedes Mal schon Riesenbewegungen mit der Maus machen, wenn die auch nur leicht ihren Kurs ändern. Ja, komm schon. Ja. Oh, ich hätte jetzt gerne meine zielsuchende Rakete. Gut, ich habe die Tsunami-Bomben dabei. Okay.
Also mit anderen Worten, wir verlieren die Galatea. Das Einzige, was wir machen können, ist jetzt noch die Besatzung zu evakuieren. Oh mein Gott. Da hinten kommen schon die nächsten. Gut, gegen solche Rettungskapseln sind natürlich die Jäger auch schon richtig böse, weil die halten 100 pro nicht viel aus. Ich meine, ich gebe zu, ich habe noch nie auf eine Rettungskapsel geschossen. Ich glaube, da kann ich auch so ein bisschen stolz drauf sein. Ah, die nächste Bombe. So. Komm schon. Ja, hier sieht man jetzt auch mal eindrucksvoll. Ich habe jetzt zwar, also die, ich meine, die Prometheus-Geschütze sind extrem stark. Das merkt man jetzt auch, weil, ich habe hier nur ein, ich schieße momentan, wie man sieht, bloß jeweils mit zwei Laserkanonen. Ich habe bloß einen Lasersockel und trotz allem mache ich hier noch verhältnismäßig gut Schaden. Also wenn ich irgendwann mal einen Herkules fliegen kann, der 6 Lasertürme hat und ich kann auf alle Prometheus draufhauen, dann wird's richtig lustig, weil mit dem kriegst du dann wirklich Jäger und Bomber ziemlich zügig zerlegt. Nein! Die Lucifer. Was schießt die da? Habt ihr das gesehen? Die Galatea hat noch 58%. Da kommen wieder zwei solche Strahlen. Was? Zwei Schüsse, 30% runter. Oh, ich kann bloß noch die Bomber kaputt machen. Aber wie gesagt, gegen die Lucifer brauche ich gar nicht zu fliegen. Ich habe zwar einen Bomber, aber wenn die sagen, dass die Schilde undurchdringlich sind, dann kann ich mir das gleich schenken. Ganz im Ernst. Ah, toll. Ah, der ist auch kaputt. Ich muss hier weg. Ich muss weg, ehe ich von der Galatea zerpflückt werde. Ich denke mal, so 1,5 Kilometer, wie ich jetzt weg bin, da merkt man die Druckwelle schon noch. Ja. Okay. Einmal weg. Cool, dass da jetzt auf einmal steht Evacuate und nicht Return to Base wie sonst. Gut, wir fliegen zur Bastion. Oh mein Gott. The Galatea has been destroyed. Many lives, many friends are gone. Everyone in the Terran Alliance feels this loss deeply. Yet greater is the tragedy of the Vasudans. There is nothing between the Sheevan fleet and Vasuda Prime. Soon their home world will be gone. Our fighters fought bravely to preserve the Galatea, but there was nothing to be done. The Lucifer was too powerful. Many lives were saved by the Hermes escape pods. For that we are thankful, but we mourn the loss of Admiral Wolf. He was a great commander and he died with the ship he loved. All surviving pilots are reassigned to the GTD Bastion. Though we all lost friends on the Galatea, there is no time to mourn the dead. The fate of the Alliance is grim. Okay, ich finde diese Medaille Galatea Survivor ein bisschen, ja. Ich hätte jetzt dafür lieber keinen Orden bekommen, ganz im Ernst. Ach du Scheiße, vor allem, ich meine, für uns schlimm genug, aber die Vasudaner verlieren den Heimatplaneten. Und wenn das so weitergeht, dann verlieren wir unseren auch.